Sepp Engelmeier wurde im niederösterreichischen Maisau geboren und lebt heute in Wien. Er gehört zur Gründergeneration der LMC Vienna und setzte sich früh in der AIDS-Arbeit ein, wobei er sein Talent als Grafiker nutzte und immer wieder Aufklärungsmaterial entwarf. Seit Jahren ist er als Künstler unter dem Namen Sepp of Vienna weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Welche Lokale gab es in Wien? Ich kann mich ganz genau an die Lokale erinnern, aber an die Namen überhaupt nicht. Ne? Es waren sehr obskure. Das eine habe ich dann bezeichnet, chinesischen Heurigen. Das war irgendwo im 8. Bei der Laudongasse oder so in der Nähe muss das gewesen sein. Das dürfte einmal ein Kino gewesen sein. Da sind dann Riesenhallen waren das. Drinnen sind heurigen Bänke, heurigen Tische gestanden mit einem schönen karierten, rot-weiß karierten Serviettel in der Mitte, wo der Aschenbecher draufgestanden ist und sowas. Und es gab sogar einen DJ, also jemand, der halt irgendwie vielleicht Platten aufgelegt hat. Und das wurde es lokal verkauft, das schwul ist. Also für mich entsetzlich sowas. Ne? Das nächste war eigentlich, dann habe ich gelesen, da von der Schönlaterngassen oder Bäckerstraßen. Jetzt weiß ich nicht, wo war das? Das Form Jeans. Also ich habe es genau erlebt. Die Weinstuben, glaube ich, hat es geheißen. Und hat dann als Hyde Park aufgemacht, oder? Ich glaube, das war das Hyde Park. Ja, ich bin da tagelang vor dem Lokal, also da gab es so eine kleine Seitengasse und bin da herumgegrüßt und habe halt geschaut, wer geht dort rein. Und dann habe ich mir also Mut zusammengenommen und bin über die Straße und wollte rein und dann bin ich vor verschlossener Tür gestanden. Es ist gestanden, wegen Umbau geschlossen. Und in ein paar Wochen wurde dann aufgesperrt und als Hyde Park wurde das aufgesperrt dann. Und ja, und am nächsten Tag war ich gleich wieder drinnen, weil es so toll war für mich und der Leute kennengelernt und ja, es war recht angenehm und es war eigentlich eine sehr moderne Bar gegenüber dem, was ich bisher kennengelernt hatte dort. Ja, und nach 2 Jahren hat dieses Hyde Park dann wieder sich geändert auf Jeans, also das kannten dann sicher mehrere Leute schon.